Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Kingdoms of Amalur. Was ist das hier? Schwester Cern suchen. Okay, können wir machen. Kein Ding. Ich kämpfe jetzt nicht gegen, habe ich keine Lust, sorry. Das ist ein Gegner, mit dem ich kämpfen muss. Fisch besorgen. Bedauerlich, dass sie tot ist. Da ist auch schon wieder ein Bär, meine Fresse. Immer alles voll mit Gegnern hier. Müssen wir da runter? Nee. Oh ja, Moment.
So. Einfach der Straße folgen, dann kommen wir dahin, wo wir hinwollen. Ende des Legats. Aha. Geißel. Wow. Ich will diese Waffe haben und behalten. Boah, Alter, wie cool sieht die denn aus? Ey, sorry, Kumpel, aber du hast ausgedient. Rüstung ist leider nicht so gut, aber Alter, das Schwert sieht ja mal cool aus. Obwohl, wir sind momentan nicht gezwungen, die Sachen zu zerstören. Wo bin ich jetzt hin? Haben wir noch irgendwas? Erkundungsmission? Fisch besorgen. Olli Matzen trainieren. Das. Alter, dieses Schwert. Boah, sieht das cool aus. Ich soll Scavs töten, aber ich weiß gerade gar nicht, wo ich die. Fische aus Fritze, Fisch, frische Fische, Fische, frische Fische, Fisch, Fisch. Du kommst nicht vorbei. Ihr seid echt nicht die Gegner, die ich gerade töten will. Aber da unten war ein Wurzelgolem, den will ich töten. Hallo, XP. Wie geht es dir heute so? Ich glaube, ich muss. Wow, die Musik hört einfach auf. Ich glaube, ich muss hier runter einfach. Krabbenstrand. Machen wir da mal eine Schnellreise hin, weil ich weiß jetzt echt nicht, wo ich Scavs finde. Wahrscheinlich in irgendeiner Höhle oder so, aber. Und Morgans, aber ich glaube.
Mit beiden habe ich da unten tatsächlich ganz gut gutes Glück. Hier mal nebenbei mit ausgeschaltet. Stärkster Angriff. Keine Morgans, keine Dingens, wie ist Scavs. Hier sind Morgans, das ist gut, das ist sehr gut. Okay, 6 brauchen wir davon, 4 Scaps. Hier oben nicht eine Höhle. Probieren wir es mal da drin. Das ist uninteressant. Hier war, glaube ich, das erste Aufeinandertreffen mit dem toten Kerl. Scavs, perfekt. Stimmt, ich sehe die auch auf der Karte. Scavy, Scavs, 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 Scavs. Thank you.
Alter! Was seid ihr? Ihr seid Ausgaves. Perfekt. Genau, Alter. Ach, noch ist die Übersetzung. Damit sollten wir diesen Teil erfüllt haben. Wenn ihr jetzt noch Morgan seid. Nein, leider nicht. Dann können wir hier auch wieder raus. Jetzt können wir eigentlich wieder zurück. Ah ne, können wir nicht. Wir brauchen noch Morgans. Zwei Stück mindestens. Na gut, die sind wieder da, was schon ein bisschen nervig ist. Aber ich brauche sie gerade sowieso. Finde ich, dass diese Quest fertig ist. Die ist auch ausgerüstet, oder? Ja. Na gut. Tja, es hat jetzt alles so einen Tag gedauert. Das heißt, wir können jetzt mit jedem sprechen. Das Buch wurde übersetzt, Gemälde. Kriegt er seine Sachen. Die Frau kriegt das. Ich kann mich nochmal auf den Thron setzen. Und. Also eine Menge.
Es gibt nichts Schöneres als Tieren-Manieren. Dieses. Ich werde jetzt eines der Biester anlocken und kommt morgen Mach wieder. Mal. Bis dahin müsst. Gebt auf euch Acht! Wer ist das denn jetzt wieder aus? Ach so. Shit. Danke, dass ihr meinen Beutel zurückgebracht habt. Ich hatte nicht damit gerechnet. Ich kann wieder auf Suche gehen, wenn ihr es wünscht. Ich habe in den letzten Tagen die Insel abgesucht und dabei diese Schiffswracks gefunden. Soll ich bei einem davon auf Bergungstour gehen? Vielleicht befinden sich Roben oder Stäbe im Frachtraum. Ich finde es raus. Morgen bin ich wieder da. Sehr gut. Bleibt wachsam. Das ist sogar noch besser, weißt du? Aber ich hab das ja, weil es eigentlich so cool aussieht. Na, wenn das nicht mein... Ehrlich gesagt, seid ihr so ziemlich mein einziger Kunde. Ja, und dann verkaufe ich auch noch. Dass die nichts sind, war mir irgendwie klar. Passt auf euch auf, Herr. Dann können wir hier hingehen. Übersetzung alter Schriften ist mein Steckenpferd. Dumme Männer halten sich immer für besonders schlau. Was lernen wir daraus? Passt auf, mit wem ihr verhandelt. Lasst es mich wissen, wenn ihr wieder ein Buch für mich habt. Und ich hatte gerade angefangen, mich zu langweilen. Ich glaube nicht, dass ich länger als einen Tag für die Übersetzung brauche. Gebt auf euch Acht. So, dann hätten wir das auch. Das sind jetzt hier auch tatsächlich... Also klar, Buch und sowas, schön und gut, aber... Ist jetzt auch nicht so mega interessant. Das abgeben und wieder gehen. Ihr seht schrecklich aus. Habt ihr euch mit diesen Ketzern im Dorf unterhalten? Danach hätte ich Heilung auch bitter nötig. Ich hatte mit dem Schlimmsten gerechnet und es ist tatsächlich eingetreten. Danke, dass ihr mir diesen Brief gebracht habt. Es ist tröstlich, ihre letzten Worte zu lesen. Fallt nicht auf diesen Akara-Quatsch herein. Das kommt ein bisschen spät, ehrlich gesagt. Und Quatsch war es ja tatsächlich nicht einmal. Das könnte sich hier echt lohnen, diese Dinge alle zu machen. Die Handelsmission war ein Erfolg. Hier sind die Waren, die ich beschaffen konnte. Außerdem haben sich unsere Beziehungen verbessert. Mit wem sollen wir diplomatische Beziehungen knüpfen? Die Warani sind ein lockerer Zusammenschluss von Händlern. Abgesehen vom Handel will Fort Alcorn nichts mit dem Rest der Welt zu tun haben. Auf welche diplomatische Mission wollt ihr mich dort schicken? Welchen Umfang soll mein Handelsangebot haben? Ausgezeichnet. Das müsste unsere Beziehungen festigen. Ich bin morgen wieder da. Ich breche jetzt auf. Wir sehen uns in Kürze mit hoffentlich guten Nachrichten. Die Freude war ganz auf meiner Seite. Stimmt, ja, das müssten wir auch noch wieder machen. Erinnert mich an Dragon Age. Als mein Schiff auf dieser Insel strandete, habe ich als erstes meine Habseligkeiten versteckt. Leider liegt mein Versteck auf der anderen Seite der Insel.
Wenn ihr mir meine Sachen holt, überlasse ich euch einen ganz besonderen Schild. Keine Ahnung, aber er sieht alt aus. Stammt vielleicht aus einer Zeit, bevor die Dwerge auf diese Insel kamen. Nämlich. Tausend Dank, ich habe die Stelle auf eurer Karte markiert. Ist ziemlich weit weg. Kann ich eigentlich mehrere machen? Ah, okay, gut. Das wusste ich nicht. Heute ist ein wunderschöner Tag. Ausgezeichnet! Ihr habt die Essenzen gesammelt. Ich brauche einen Tag, um das Gemälde zu restaurieren. Auf bald. Es ist halt interessant, wie alles hier auf dieser Map nur einen Tag braucht. So, Heilung wäre gut, sehe ich gerade. Also hier nicht. Ihr seht schrecklich. Danach hätte ich Heilung auch. Bitter nötig. Lyria möge über euch wachen. So, gehen wir raus und ich würde sagen, an dieser Stelle verabschiede ich mich für diese Folge und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.